herzlich willkommen hier bei The Crew. Wir machen weiter mit Papa John's, dem Event. Sind wir mal gespannt, was da Sache ist. Und es lädt und lädt und lädt. Ah ja, genau, okay. Street Race mit unserem Audi TT. Fahrzeug ausgewählt. Chevrolet Camaro. Okay. Geliehenes Fahrzeug. Warum soll ich mir ein Auto kaufen, wenn es hier geliehene Fahrzeuge gibt, ne? Okay. Das ist unser Chevy. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ist jetzt nicht meine erste Wahl. Muss ich ehrlich sagen. Aber okay. Man fährt. Ich denke mal, hier müssen wir auch mal in die Top 3 kommen. Wow. Nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall gehörig Dampf. Ja, bremsen. Da Häuser wegfahren. Gar nicht gut. Platz 8, 10%. Okay. Schauen wir, ob wir das wieder aufholen können. Hier rum. Gegenverkehr. Ich sehe schon, das hat jetzt ein anderes Level angenommen, das Spiel. Wir haben hier jetzt auch Gegenverkehr. Wir haben ein Fahrzeug, das nicht mehr so berechnend ist wie unser Audi. Kontrollpunkt verpasst, na klasse. Da können wir das doch eigentlich schon mal getrost vergessen. Und jetzt sind wir wirklich total... Jetzt habe ich den Kontrollpunkt verpasst, bin hier geradeaus durchgefahren. Ja, wir sind auf Platz 8, die anderen sind weit weg. 23 Sekunden, das holen wir auch so nicht mehr ein. Auch immerhin mit 250 lang blasen, ne? 260, 270, 280. Wow, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Da lang. Okay. Kontrollbuch, ich muss da durchfahren. Glaubt ihr das? Ich muss durchfahren. Sonst gilt Kontrollpunkt verpasst. Okay. Jetzt wissen wir Bescheid, wir haben also nicht nur Gegenverkehr. Wir müssen die Kontrollpunkte durchfahren. Okay. Dann, ja gut, wir fahren es einfach zu Ende. Auch wenn es wirklich, wenn wir hier keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber wir fahren es einfach mal zu Ende. Kein Ding. Platz 8, wir liegen 30 Sekunden zurück. Das holen wir mit keinem Fahrzeug der Welt wieder auf. Und jetzt hänge ich da fest. Na, na komm schon. Das ist natürlich übel, wenn man dann den Weg umzurücksetzen muss. Aber okay, da geht's weiter. Naja, mit keinem Auto vielleicht nicht. Gäbe es vielleicht den Red Bull Racer, ne? Wir kennen den ja alle. So was gewesen, wie heißt der? X10. Aber den gibt es hier ja nicht. Ansonsten, ja, wir haben es ja gleich geschafft. Sind ja hier auch schnellere, muss ich sagen, so mit 4-5 Minuten, aber geht es eigentlich, ne? Da ist bestimmt auch noch Luft nach oben. Haben wir gesehen in dem Clip am Anfang. Die Rennen in den Stadien, dann NASCAR und sowas, die haben bestimmt viel länger da und doch massig Runden geben. Kann ich mir vorstellen. Oh, ich sage ja dann, man fährt einfach vorbei, ne? Und dann ist es rum. Ja, sind wir hier mal echt übers Feld gedriftet. Waren einfach zu schnell gewesen. War mal als Neuling, ja, ging es darum, nur Gas zu geben. Muss mir sogar noch ein bisschen mitdenken. Ne? Nicht nur pur Gas geben, sondern auch mal bremsen, gucken. Platz 8. Erreiche die Top 3. Da sind wir natürlich weit von entfernt. Trotzdem 400 neue Leute, die uns folgen. Und ein bisschen Asche haben wir auch gekriegt. Ne?
automatischer Fahrzeugwechsel. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Das könnten wir auch schon ausprobieren. Freestyle-Übungen mit dem Flugzeug, Jetsprint, Powerboat. Ich schaue mir das dann mal an. Ich meine, wir haben das Rennen schon verloren. Dann macht es, wenn wir mal so eine Folge machen, wo wir halt alles mal irgendwie verlieren. Kann ja auch schön sein. Und hier geht es um Flugzeuge. Ja. Dann mache ich mich jetzt richtig zum Affen. Wie gesagt, mit Fliegen habe ich es ja überhaupt nicht. Obwohl sich die eigentlich ganz gut steuern lassen. So, wen haben wir da? So. Sophia, ja genau, die Community der Freestyler. Okay, wir müssen Tricks, wir kriegen eine Liste mit Tricks, die können wir abarbeiten. Wir sollen ihre Punktzahl überbieten. Na super. Dann schauen wir mal, was das für Tricks sind. Beende das Event. Okay. So. Wo muss ich da jetzt hin? Vollführe eine vollständige Drehung. So, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja? Eine vollständige Drehung. Das war eine vollständige Drehung. Halt nach oben. Das ist so zerlegt. Vielleicht soll ich. So Leute. Eine vollständige Drehung. Also. Ich halte. Ganz einfach drum zu driften. Okay. Ey. Okay. Drift abgeschlossen. Ja, sie war abgestürzt, ganz klar. Messerflug, halt ein Flugzeug mit einem. Mit zum. Oh, was? Okay. Muss ich länger halten, ne? Ich fliege mal ein bisschen nach oben und dann. Zum Boden, okay. Messerflug. Also, der fliegt sich schon richtig schön. Ein Looping. Das ist kein Problem, oder? Looping ist kein Problem für uns. Na, das machen wir fett, oder? So. Fliege so tief wie möglich. Ja, das kann ich gut. Tief fliegen. Wie gesagt, das kann ich gut. Tiefflug. Bin noch tief, oder? Okay. Aufgabe erfüllt. Das war's. Beende das Event. Okay, haben wir gemacht. Cool. Fliegt sich wirklich schön, das Flugzeug. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Obwohl ich ja mit Fliegen jetzt nicht so das Ass bin. Aber das war ganz okay. Gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Goodies von meinem Flugzeug. Ich wollte bestimmt auch wieder pimpen. Freestyle. Willkommen zur Freestyle Family. Nicht schlecht. Dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Irgendwelche Battles gegen andere. Aber es lädt gerade, okay. Wollen wir mal schauen. Okay. Ja, Emmet. Wir sind das neue Talent. Naja, schauen wir mal.
Ja, mal schauen. Autos. Das ist natürlich auch cool, ne? Das ist die einzige, die hier im kompletten Rennanzug rumsteht. Der Monster Truck, nicht schlecht. Ah ja, hat schon gesehen, Freestyle, ne? Monster Truck und Boot, Flugzeug. Ist schon mal nicht so schlecht, ne? Das kann eine Menge Spaß bedeuten. Ja, es gibt keine Regeln. Neue Disziplinen, Aerobatics, Jet Sprint und Monster Truck. Okay, für Monster Truck müssen wir berühmt sein, für Jet Sprint, achso, gratis Fahrzeug. Kriege ich auch das da? Das wollte ich die ganze Zeit schon mal ausprobieren. Probefahrt, nein, kann ich kaufen, okay. Also das Flugzeug ist also gratis. Okay. Na? So. Das ist gerade die Zivco Edge 540 V3. Höchstgeschwindigkeit 426 Stundenkilometer. Bam. Farbe gibt es natürlich nicht. Kann man natürlich nachher ändern. Beziehungsweise da schauen wir gleich mal nach. Halte dein gratis Flugzeug. Danke fürs Gespräch. Okay, mein Favorit für die Luft. Und ich schaue doch einfach mal. 23 neue Aktivitäten. Follower kriegt man ganz klar. Klar. Coole Sachen. Driften, Riesensprünge, unter Brücken durchfliegen. Das volle Programm. Und dann kriegt man viele Follower. Wie viel haben wir eigentlich? 20.000. Das ist natürlich schon ein Wort, ne? Jetzt weiß ich nicht, in welchen Größenordnungen die arbeiten und was da jetzt so eine Berühmtheit für Home betreten. Was jetzt so eine Berühmtheit für Follower hat, weiß ich jetzt nicht. Wir gehen nach Hause. Dort schauen wir uns natürlich mal an, in der Werkstatt, ob wir unser Flieger nicht mal umlackieren können. Anpassen. Okay. Farbe. Nichts. Verzierungen. Da natürlich meine eigenen exklusiv. Top 100 aktuell. Ich fand eigentlich die Top 100 bisher immer am besten, denn die schönsten. Ja, das ist ja witzig. Sieht aus wie Bibo. Na, das Ding hier. Sag mal da. Oh ja, als Jagdflieger sieht auch gut aus, ne? Anime, okay. Red Bull, Red Bull in Schwarz. Noch ein Kampfflieger. Monster Energy war ja klar gewesen. Ne? Nicht schlecht, also da gibt's. Nicht schlecht, sieht gut aus. Ich glaube, ich werde eine Jagdflieger-Lackierung wählen. Sieht auch gut aus, das bunte hier. Dann haben wir klar, ne? Deutscher Jagdflieger, ein amerikanischer Jagdflieger. Natürlich. Also der sieht auch gut aus. Girls in Panzer. Rockstar. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist. Da gibt es echt einen Haufen. Ich schaue sie mir aber jetzt nicht alle an. Ich guck doch mal bei aktuell, was da cooles dabei ist. Ja genau, Pizza-Werbung auf dem Flugzeug, das wird mir einfallen. Da haben wir, das sieht auch cool aus eigentlich, ne? Hat was. Also die Flugzeuglackierungen sehen auf jeden Fall bedeutend besser aus. Das heißt Lackierungen, die Verzierungen sehen auf jeden Fall bedeutend besser aus als die von den wollten wir haben, ne? Der sieht gut aus. Was kostet das?
2,8. Ja, der ist okay. Sieht gut aus, gefällt mir. So, dann haben wir natürlich Aussehen, ist noch nicht freigeschalten. Und Performance, da gibt's auch nichts. Schade eigentlich, ne? Gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Und wir verlassen das Ganze hier. Fahrzeugwechsel anpassen. So. Dann geht's hier auch verlassen. Jetzt kommen wir nämlich zu den. Oh ne, bitte. Ja. Ob ich das irgendwann nochmal hinkrieg ins. So. Home. Okay. Verlassen. Filterwegpunkt. Strecke, da wollen wir hin. Ist jetzt nicht unbedingt übersichtlich, aber ist okay. Ist auch echt okay. So, Strecken. Dann wollen wir mal schauen. Was machen wir als nächstes? Genau, Aktivitäten. Da wollen wir hin. Bro Racing, Powerboat, Touring Car, Air Race. Mir. Da haben wir Extreme, das geht noch gar nicht, oder? Naja. Wir machen erstmal weiter mit Street Race und versuchen unser, wie heißt der, Pizza John. Der Drift-Train müssen wir auch machen, ne? So. Spießer-Auto. Da, Baba Johns, die müssen wir nachher erstmal gewinnen. Machen wir im nächsten Teil. Bis dann, wünsche euch was. Macht's gut.